Saluti! Es ist der 1. Januar, früher Nachmittag, und ich bin auf dem Weg nach Schwarzenburg. Ich habe das Gefühl, 2015 soll mal wieder ein Scheibe Road Movie Jahr werden, darum starte ich gerade mit dem. Und ja, ich hoffe, ich bin dann wieder ein bisschen zuverlässiger, was Road Movies anbelangt. Obwohl das natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil es halt doch nicht zeitaufwendig ist. Aber man will ja nicht klagen, gell? Man will ja nicht klagen. Ich muss sagen, es ist recht gemütlich hier auf der Autobahn. Die meisten dürfen auch noch gar nicht Auto fahren. Und für all die anderen, die dürfen Auto fahren, die dürfen es dann morgen nicht mehr, weil die kommen heute an die erste Party des Jahres. Cool Konzert in Schwarzenburg. Mal schauen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Und ja, vielleicht hilft mir ja der Pat, dass er den einen oder anderen Song übernimmt. Mal schauen. Es gibt so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, ja, ja, easy, probieren wir mal. Schauen wir mal. Oder er sagt, Arschloch, selber schauen. Man wird noch nicht krank. Und ja, mal schauen, ob die Herren schon dort sein, was sie sollten sein. Oder ob sie irgendwo unter dem Tisch liegen. Übrigens, ich bin zuerst mal unterwegs. Offiziell an einem Konzert mit der Wilden Hilde. Nachfolgerin von Olga. Die Olga ist ja, Olga Selig, nicht genau was jetzt ist, aber die Wilde Hilde, es kommt gut. Das ist die uneheliche Cousine von Gina Wild oder von Kim Wild, kannst du rauslesen, scheissegleich, einfach, sie hat Verwandte, ledig heisst sie Alhambra, voilà, das kann ich nochmal gut kommen, ciao, ciao. Das machen erwachsene Männer. Genau. Währenddem, dass sie auf ein Konzert warten. Aber mir hat es so verloren, jetzt drehen. Aber wir schreiben gut. Aber beim iPad hat es verloren. Boom. Ist cool, gut, wie du das machst. Lockdown. Ein Hoverboard, Mann, gell? Jetzt, und dann liegt das an der Brille. Nummer. Nummer? Ist die überhaupt sauber? Nein. Jetzt gibt es einen neuen Roadmovie, Freunde. Endlich! Endlich! Ja! Voilà. Schönes Thema. Ja, wie geht's dir? Geht mir prächtig. Das ist ein neues Jahr. Ja. Gar nicht so fest gehalten seit letztes Jahr. Nein, ist nicht viel passiert, stimmt. Geht mir prächtig. Ich habe einen ganz ruhigen Abend verbracht und freue mich auf heute Abend. Unser triumphal Return to Schwarzenburg. Nachdem wir ja das letzte Mal hier nicht mehr dürfen, den Raum betreten oder das Dorf. Voilà, freue ich mich. Endlich wieder mal Schwarzenburg. Ich habe bei Fans. Wir sind in 2015 angekommen. Das war heute schon das erste Mal. Am 1. Januar. Also ich nicht, aber sie hier. Und wir sind extrem gespannt. Scheint, es werden 27'000 Leute erwartet. Was doch bei mir doch gerade ein bisschen viel. Aber, vielleicht hast du etwas falsch verstanden. Das kann gut sein. Das kann gut sein. 27. Ah, ohne. Ohne 1000. Das kann sein. Und auf jeden Fall rocken sie. So. Muss man nie etwas vergessen. Was sagt ja, auf den Rest vom Jahr. Die anderen 364 Tage, der Ausblick. Der Ausblick wird einfach so wie die Bundespräsidentin. Ja, es wird wirklich schwach anfangen. Und stark noch. Ja. Also ich möchte dazu sagen, Flava und Stevenson haben sich doch nicht lassen, Hopp SCB herzuschreiben.
in der Flava und Stephenson von Haribo gesponsert. Wahrscheinlich, ja. Also, ja, ja. Wie ich auch nicht, wäre auch sie keine Künstler geworden. Aber ist ja gleich. Ist ja gleich. Was ist denn sonst noch so drin? Also, welche Farbe tun wir denn auslesen? Patrick. Ist das Rosso? See. So. Also ich möchte da noch schnell dazu sagen, wie ein verdammtes Zeichnungstalent. Das werden wir jetzt gerade feststellen. Also ich bin talentfrei. Ja, jetzt geht es dann nächstes Mal zum Aufbauen. Mhm. Ja, aber jetzt ist die Frage, ob du noch einen Song kannst singen. 2, 3, 20. Was mehr als sonst? Ja. Nein. Welcher kannst du? Keine. Ich habe es gesagt. Ich habe es vorausgesehen, Arschloch selber schauen. Ja. Ist schon gut. Ganz geheime Tricks. Und Tosi, was machst du da? Ich misse aus, ob hier die Schwarzenburg ein Erdbeben könnte kommen oder nicht. Ja. Ah, jetzt habe ich gemeint, du willst schauen, wie spät es ist. Das kann schon. Kann schon? Ja. Oder du kannst jetzt zum Beispiel... 12. Das ist eine Zeitmaschine. Nein, aber jetzt sind wir ja 1986. Ja. Jetzt sagst du, ich will jetzt 2010. Oder hier, wo wir jetzt sind, musst du das einstellen. Aha, voilà. Dann schiebst du den in den Arsch und dann geht's los mit der Zeitreise. Also du bist jetzt eigentlich, bist du erst im 86, oder? Genau. Und bist jetzt über das Gerätli zu uns gereist. Genau. Ja, darum denke ich, heute wieder mal ein Gig spielen mit Hor. Und darum denke ich, gehe zurück in die 86. Ah, schön. Oh, also zeig mal deine Frisur. Geh weg. Welches ist der Talentknopf? Der Rot. Genau. Nein, der Grüne ist überall drin. Kann nicht schauen. Ja, es ist halt, oder? Es ist halt, wenn man am falschen Kabel anlenkt, rauscht es ein bisschen. Ja, nur. Es ist auch wieder gut. Schieber Road Movie 2015, Witz des Tages. Ja, yeah, mal schauen, ob es der Witz des Tages ist. Das ist ein Robin Williams Zitat, der arme Sich ist schon gestorben vor kurzem. Der hat mal gesagt, der Mann hat das Hirn und den Schwanz bekommen, aber leider zu wenig Blut für beides. Ist das so? Was meinst du zu dieser Sache? Das wird schon stimmen, wenn er das sagt. Er sieht so ein bisschen skeptisch aus. Ender. Ja, du. Das... Aber es ist noch geil. Bei dir hat es dafür noch ein Bärtchen gelenkt. Für alle die sich immer fragen, was ein Manager den Lieblingstag macht. Aufräumen. Nur so einfach von den anderen Weg raus. Ja. Das ist wirklich zum Scheiss. Eigentlich. Schau mal, das ist ein Puff. Wenn der Onkel Ischi nicht alles macht, ja, du bist das verkabelt. Du hast das Zeug noch falsch angeschrieben, gell? Warum? So, musst du es noch jemand anders her tun.
Du kannst nicht einfach willkürlich noch immer einstecken. Doch, das habe ich schon. Du, wenn wir unseren Mikrofon und Instrument schon Namen geben, dann musst du das akzeptieren, dass das der Tom ist hier. Ah, okay. Hä? Ja, ja, bitte. Ja, ja, ja. Hä? Dass du nur mit Frauen hantierst, da können wir alle nichts dafür. Gertrud. Ja, Therese. So, jetzt. So. Kannst du auch lesen, was da drauf steht? Was steht drauf? Snarebot. Weißt du, jemand, der es nicht könnte? Weiß nicht, wo man das nachher hersteckt. Snare-Top. Einfach ein bisschen auf gut Glück. Aber wieso weißt du jetzt, dass das oben ist? Ja. Ich habe jetzt mal geraten. So, ich ziehe das hure Schlagzeug wieder ab. Hi-Hat. Mag ich nicht. Sehr schön macht er das, hä? Sag ich, was meinst du zur Lage von Nation? Ja, wir sollten es wieder mal neu anschreiben. Für das braucht es aber genau mich, um das rauszufinden. Unser Manager. Ja, es ist einfach, schau. Du hast eigentlich kein Management- und Booking-Unternehmen. Also was würdet ihr euch bezeichnen? Ja, Starfish. Heimleitung. Das ist eine Heimleitung, was du da machst, ja. Das ist definitiv Heimleitung. Ja, das bin ich. Hast du gesehen? Dein Mic ist auch schon installiert. Wie was? Dein Mic ist auch schon installiert. Sonst kann ich sagen, ich nicht Musik machen. Ja, weißt du, der Mischer, einer ist ein Mic hat. Stimmt. Und jetzt? 10 Minuten. Showtime. Tosi gehört eben schon nicht mehr. Hat da seine Löffel. Ich höre nicht mehr. Hä? Hä? Wie gesagt, ist der Hunger, haben von Eier. Egal. Passt. Aha. Ja, wir sind parat. Schwarzenburg. Wie already? So da. Auf den. Schönes T-Shirt. Das Baby ist mein. Genau. Eben schön. Und hier haben wir was. Sauber. Stein hat die Nippel. Kannst du noch etwas sagen, was im Gig? Pff, nein. Ischi, du warst vorher. Es ist einer gekommen, der sieht, das Licht sei geschehen, die Musik sei gescheissen. Wie erklärst du uns das? Ja, vielleicht mehr üben. Aber was war die Frage? Ja, war es gut oder scheiße? Es war gut. Die Stimmung war gut. Am Anfang gekämpft und nachher sind die Leute da. Fakt von dem Ohr, oder? Ja, das ist gut. Tipptopp, sehr schön. Die Stimmung gut, alles wunderbar. Huere geile Veranstaltung hier, muss man sagen. Ja. Wirklich, schau mal. Ich stehe schon mal am Döner an, können wir gehen? Es ist der Roger Federer, Alter. Du bist da unter der Kapuze gesessen. Ja, genau.